Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Diese Woche geht's nach Kreta und ist es nicht unheimlich merkwürdig, dass man immer genau vor solchen Geschichten, junger Mann, verstecken Sie sich bitte, die meiste Arbeit hat im Prinzip. Also ich habe hier Wäscheberge, die ich noch wegmachen möchte, die Wohnung aufräumen, Videos drehen, dies, das, Ananas, also unglaublich. Aber ich glaube, man macht sich selber verrückter, als man muss, oder? Naja, wenn du Bock drauf hast, mich so ein bisschen zu begleiten diese Woche, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja. Da ist eine Kamera, Julius. Zack, das ist doch schon mal satisfying, oder? Dass man sieht, dass da die Wäsche schon mal gefaltet ist. Und während ich drin fleißig bin, hat Sammy sich nach draußen verzogen. Mein Freund hat hier schon eine Teichbarriere gebaut, damit Julius nicht reinfallen kann, weil Monsieur mittlerweile ja laufen kann. Und ein Tor ist auch mit am Start, also da müssen wir uns keine Sorgen machen. Aber ansonsten, die große weite Welt steht offen, da müssen wir mal gucken. Ach, Sammy genießt. In der Zwischenzeit hat Mr. Bau seine Position geändert und liegt jetzt mitten in der Sonne und gönnt sich hart. Denn es soll richtig, richtig warm jetzt werden. Das sind übrigens die besten Knieschoner, die man so haben kann. Sowohl für irgendwelche Heimwerkgeschichten als auch für Gartenarbeit. Die gibt es bei Lidl oder Aldi online. Ich glaube, Lidl müsste das sein. Richtig, 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 richtig geil, Leute. Kann ich wirklich nur empfehlen. Haben wir mehrere von. Mein Freund hat die jetzt nur irgendwie draußen liegen lassen und jetzt trocknen die so ein bisschen. Also das sind richtig gute Knieschoner, weil du hast hier halt diese Plastikgeschichte, ne? Und hier ist es irgendwie so wie so Gel oder sowas, keine Ahnung. Ich finde die mega. Zu geil, Leute. Wir schreiben gerade so ein bisschen in der YouTube-Mädels-Kreta-Gruppe rum und haben so einen Wetterbericht ausgetauscht, genau. Und Melli wunderte sich die ganze Zeit, warum das bei ihr immer so kalt angezeigt wird und halt nicht irgendwie so, wie wenn wir halt nach dem Wetter gucken bei Kreta. Sie hat Kreta in Bulgarien eingegeben. Hier hätten wir das deutlich chillige Outfit of the day. Einfach alles sehr, sehr sportlich, weil ich heute nicht so viel Spektakuläres auf dem Plan habe. Also viel Schreibtischarbeit und aufräumen, Haushalt, Tralafitti, das ist halt eigentlich so angesagt. Deswegen eine Leggings, T-Shirt zum Überwerfen, weil das ist jetzt ja nicht 25 Grad draußen, sondern nur 20. Immerhin, ich freue mich. Das sind 10 Grad wärmer als letzte Woche, glaube ich. Ne? Pommessocken, das ist immer wichtig, ne? Dass man auch was zum Lachen hat, wenn die Schuhe aus sind. Ich habe jetzt gerade auf Instagram so eine Umfrage gemacht, welchen Bikini ich so mitnehmen soll. Da bin ich mal gespannt, was ihr sagt. Sehr gespannt. Weil die haben alle was für sich, aber auch alle irgendwie so ein Besser-nicht-machen-Teil. Ja, die Kaulquappen sind dieses Jahr auch recht zahlreich mal wieder vertreten, ne? Ja, hier muss mein Freund ein bisschen was drüber machen. Man sieht ja die Teichfolie, aber ansonsten, es ist ja ein recht natürlich gehaltener Teich. Da sind auch Algen, da hat er so ein Mittel reingemacht, dass die hochkommen, dann kann man die besser abfischen. Genau. Los Teichos. Ich mag ihn sehr. Und das ist natürlich auch wunderschön, da hinten so richtig schön zugewachsen, ne? Ach Mensch, das macht Schatzi immer so schön. Diese ganzen kleinen winzigen Kaulquappen, ne? Ich bin mal gespannt, ob die es dieses Jahr schaffen, auch dann durch den Zaun halt durchzugehen, weil normalerweise, wenn das dann kleine Frösche werden, gehen die dann da über den Rasen und dann da unten raus halt quasi, ne? Aber na, ich weiß nicht. Ich meine, eigentlich sind die Maschen ja groß genug für kleine Frösche, aber es wird dann wahrscheinlich nächstes Jahr eher weniger Kaulquappen bei uns geben, weil da nicht so die Frösche durchkommen oder auch die Kröten vor allem, ne? Es ist 11:45 Uhr, ich habe eben geduscht und den ganzen Tag über Buchhaltung gemacht. Yay, Buchhaltung und ich, wir sind einfach keine Freunde. Das liegt halt ein Stück weit an meiner Natur, ne? Ich bin ja 10 Jahre im Vertrieb gewesen und da ist man jetzt nicht so unbedingt vom Vibe her Team Buchhalter. Nein, so gar nicht. Aber ich habe dann quasi die vorbereitende Buchhaltung gemacht, weil ich morgen meine Unterlagen zum Steuerberater bringe und dann quasi für Quartal 1 2024 die Umsatzsteuervoranmeldung gemacht wird. Und da habe ich dann auch noch ein paar Kooperationspartner angeschrieben, wegen Auflistung von PR und so weiter, dass man das einfach auch schon mal weitergeben kann. Ja, und genau, dann bin ich jetzt hier. Ich habe, wie gesagt, eben noch ein Video geschnitten, nachdem ich geduscht habe und mich geföhnt habe. Und
Das rendert jetzt, es rauscht auch ein bisschen im Hintergrund. In der Zeit werde ich jetzt ein bisschen ein Laserhaarentfernungsgerät verwenden mit Super Hair Removal SHR-Methode, richtig krass. Dann werde ich wahrscheinlich nochmal kurz an den Laptop gehen, dass ich da dann das Video, was jetzt am Rendern ist, dann auch hochladen kann, beziehungsweise schon mal vorbereiten kann zum Hochladen, weil jetzt gerade brauche ich das halt noch nicht veröffentlichen in der Nacht. Ja. Und dann ist es vielleicht irgendwann 1 Uhr oder so und dann gehe ich vielleicht nochmal kurz auf die Couch. Ja, mal gucken. In letzter Zeit gucke ich relativ viele Disney-Filme, aber ich muss sagen, ich habe nicht immer den Mut dafür. Also den Mut mit OO und nicht mit UT, wobei auch manchmal mit UT. Ja, weil ich finde, manche Disney-Filme sind schon ziemlich hart. Also wirklich. Die gehen ins Herz, ne? Da gucke ich mir tatsächlich lieber einen Horrorfilm an. Das ist für mich leichtere Kost. Weil ja man irgendwie nicht so diese Kindheitshelden dann quasi sieht, die leiden. Naja, egal. Labarababa. Ich werde jetzt noch ein bisschen, wie gesagt, hier rum IPL-ieren, SHR-lieren. Und schreibe parallel auch so ein bisschen mit der Mädelsgruppe auf YouTube, also mit der YouTube-Mädelsgruppe. Ich weiß, ich gehe euch damit gerne auf den Keks, Leute. Ich freue mich so sehr auf Kreta und da bin ich halt auch mit den Mädels in der Gruppe, die auch auf YouTube aktiv sind, einfach, dass wir uns auch ein bisschen absprechen konnten, wann laden wir das Video hoch und zum Beispiel Melli, Nicole und ich, wir fliegen ja auch zusammen, dass man sich da auch abstimmen kann. Melli und ich, wir fahren zusammen ja auch nach Düsseldorf und dann haben wir nochmal eine separate Gruppe, wo halt die ganzen Kreta-Infos gepostet werden von den Dalton Ladies. Ocean-Cloudy. 25% Rabatt übrigens, ne? Wisst ihr Bescheid? Ja, ich bin ganz aufgeregt, ja. Und dann haben wir uns heute auch noch ein bisschen über Koffergrößen unterhalten und Handgepäckgrößen und hast du nicht gesehen und ich habe noch nicht mal gepackt. Ne? Weißt du Bescheid? Morgen, übermorgen. Mal gucken, wann ich dazu komme. Morgen wollte ich aber auf jeden Fall auch mal Verlosungspakete packen. Das ist am Start, weil morgen Nachmittag ist Julius bei seiner Oma. Dann hätte ich da auf jeden Fall die Möglichkeit zu. Genau, ansonsten muss ich noch allerhand Videos schneiden. Gott sei Dank habe ich heute die Buchhaltung recht fertig bekommen, dass ich die Sachen dahin bringen kann zum Steuerberater. Ne? Das ist schon mal ein großer, großer Haken. Aber man sollte sowas kontinuierlich machen. Dann hat man das nicht auf den letzten Drücker vor so einem Event, ganz ehrlich. War damals mit den Berichtsheften doch genau das Gleiche, oder? So, ich mache jetzt quasi so eine Art Testschminki, dass ich gucke, wie lange ich so brauchen werde, wenn ich meine Sachen mitnehme nach Kreta. Und genau, also theoretisch hätte ich dann ja mit Wasser, nehme ich jetzt hier das Wasserspray von Balea, das Schwämmchen angefeuchtet. Müssen wir mal gucken, ob das jetzt so hinhaut. Denn ich möchte super viel nur mit dem Schwämmchen arbeiten. Nägel muss ich heute Abend machen tatsächlich. Wenn ich Video schneide, macht das am meisten Sinn. So, Foundation vor allem. Doch, die brauche ich. Einen Primer werde ich nicht brauchen. Das muss ich mal eben kurz gucken. Die hatte ich mir rausgelegt von Surat, diese Foundation. Mal gucken, ob die jetzt farbtechnisch passt. Die könnte sehr gut passen, wird mich aber wahnsinnig machen, weil die immer so richtig blöd rausgepumpt werden muss. So, die würde ich mir jetzt nämlich einfach mit dem Foundation... Ach Quatsch, mit dem... Dings hier auftragen mit dem Schwämmchen. Ne, ich glaube nicht, dass die mitkommt. Also die ist farblich sehr, sehr passend, aber sie macht mich wahnsinnig. Ich kann mir auch einfach eine Abfüllung von meiner Typology Foundation mitnehmen. Das Ding, weswegen ich halt nicht so viel große Sachen mitnehmen kann, ist tatsächlich, dass wir auf dem Rückweg 15 Kilogramm begrenztes Packaging haben. Ne? Vielleicht hat sie mir aber auch ein bisschen zu wenig Deckkraft. Auf der anderen Seite versuche ich jetzt, oh, die ist sehr, sehr hell, ne? Von Shiseido, die Revitalescence Glow Foundation. Ich mag halt auch super gerne Glow und habe halt keinen Glowy Primer dann mit. Ich glaube, dass das hier dann mehr so mein Ding sein könnte. Wobei auch die eine recht leichte Deckkraft hat, was jetzt ja nicht so schlimm ist, weil es soll ja auch gerne ein bisschen leichter sein. Und wenn ich mehr Deckkraft möchte, kann ich ja hier mit meinem Concealer arbeiten. Das ist der True Match in der Farbe 1R. Gibt es übrigens mittlerweile bei Look Fantastic auch einen neuen. Habe ich mir jetzt gestern mal bestellt. Bin mal gespannt. Und dann würde ich ganz gerne von Natasha Denona diese Palette mitnehmen. Das ist die Glam Face Palette in der Farbnuance Light. Da habe ich ja hier meinen Blush drin. Da würde ich auch entspannt mit meinem Schwämmchen reingehen. Das dann als Blush verwenden. Sehr, sehr intensiv. Upsala.
habe ich dann so einen leichten Sonnenbrandeffekt schon mal direkt im Gesicht, ne? Läuft. Ups. Aber sieht trotzdem schon halbwegs natürlich aus. Also das finde ich halt echt hübsch, ne? Also ich mag es halt auch so ein bisschen intensiver. So, wo ich jetzt definitiv, ich habe jetzt das falsch gemacht, ne? Hätte ich nicht mit der Spitze, weil so ein bisschen muss ich ja auch um meine Augen drumherum noch machen. Egal. Jetzt kommen wir zu Puder. Da habe ich hier von Rodial dieses lose Puder. Ich habe mir halt gedacht, dass es sinnvoll wäre, ein loses Puder mitzunehmen, weil das nicht brechen kann. Da bin ich nämlich immer sehr, sehr ängstlich. Jetzt arbeite ich dann diesen kleinen süßen Mini-Pinsel ein und trage mir das übers komplette Gesicht auf. Das sieht schon mal sehr, sehr nice aus und gefällt mir auch. Wie lange bin ich jetzt am Film? 9 Minuten. Okay, trotz Foundation Ausprobiergedönsen. Jetzt habe ich hier einen Bronzer, das ist der aus meinem Project Pen. Den trage ich jetzt auch einfach mal ein bisschen grob auf, ne? Auch hier wieder mit dem gleichen Pinsel, weil ich will jetzt auch nicht zu viele Pinsel oder so mitnehmen. So, leicht gebräunt, definitiv eine feine Kiste. Highlighter habe ich hier ja auch in der Natasha Denona Palette. Starglow, der ist wirklich intens, aber ich finde es wunderschön. So, da mache ich die Augenbrauen, dann nehme ich hier von Avalon Cosmetics meinen mit, in der Farbe Blond. Und mein Catrice Superglue muss definitiv auch mit. Denn wenn es windig ist, möchte ich nicht, dass meine Augenbrauen Härchen wehen. So, das hält auf jeden Fall. Dann die Augen. Da habe ich natürlich die Möglichkeit, die Natasha Denona Palette zu verwenden. Aber an den Abenden, wo es ein bisschen abgehen soll, hätte ich tatsächlich Bock auf eine richtig bunte Geschichte. Ja, ich weiß nicht. Nehme ich die mit? Die ist schon ziemlich abgefahren, Leute. Die Mikaela von Glam Light. Aber da habe ich eigentlich alles an Farben drin, die ich so haben wollen würde. Ne? Da habe ich theoretisch auch Nude-Töne drin, aber die habe ich ja schon in der anderen Palette. Ich versuche jetzt hiermit mal einen schnellen Look zu schminken. Und da halte ich mich vor allem bei den blauen Tönen auf. Denn ihr habt ja auf Instagram abgestimmt, dass ich bei diesem Mottoabend, wo es um Maritim gehen soll, das blau-weiß gestreifte Kleid von Lily Silk anziehen sollte. Und ich hoffe, dass es auch warm genug dann ist für den Abend. Mal schauen. Aber da würde ich dann natürlich irre gerne zu dem, wie soll ich das sagen, intensiven Statement-Schmuck, den ich dazu tragen werde, auch ein Statement-Augenlook tragen. Weil das gehört einfach irgendwie zu mir, finde ich persönlich. So, das war jetzt einfach nur der Roadie. Dann gehe ich in diesen, wow, der ist richtig, richtig marineblau, Mass Hole. Versuche das auch nur vorsichtig zu machen, weil ihr seht's, ne? Da geht die Party schon richtig ab. Dann habe ich hier nur so einen Mini-Point-Brush. Da mache ich mir ein bisschen was von dem NYX Glitter Glue drauf. Dann habe ich diesen unfassbar krassen Schimmerton NARS. Der ist auch so Duochrome, ne? Hammer. Den setze ich mir da drauf. Ich muss ja gleich definitiv noch irgendwie mein Akkuladegerät suchen. Das habe ich jedes Mal, ne? Wenn ich irgendwo hinfahre, dass ich das verloren habe. Läuft bei mir. Herzlich willkommen in meiner verballten Welt, falls du mehr davon willst. Abonniere super gerne diesen Kanal. Also Schusseligkeit, Verpeiltheit, gepaart mit so einem Hauch von Professionalität für das, was ich so treibe, ist irgendwie immer mit dabei. Genau, jetzt könnte man natürlich ein richtig krasses Pop-of-Color machen, wenn man irgendwie zum Beispiel dieses Shimmer Pink oder so in den Innenwinkel packt. Ich nehme jetzt einfach aus der Natasha Denona Palette den Highlighter nochmal mit diesem Pinsel auf, den ich jetzt etwas abgestriffen habe. Das setze ich mir in den Innenwinkel. Das ist natürlich im Kontrast zu dem, was auf dem Auge ist, relativ warm. Spiegelt sich dann aber mit dem wieder, was dann ja auch quasi auf der Wange ist, ne? Mega, ich liebe bunt. Dann habe ich hier den Revolution Liner Pow. Der kommt jetzt auf mein Auge, auf beide Augen. Meine Idee war, wenn ich diesen Look irgendwie in einer halben Stunde schaffe, bin ich zufrieden. Und wir sind jetzt bei 23 Minuten inklusive weiterer Auswahl, Foundation ausprobieren und so weiter. Ne? Das geht alles noch klar. So, dann verwende ich das kleinste Setting Spray, was ich in meiner Sammlung habe. Das nehme ich auch mit, weil ich brauche jetzt nicht so eine Riesenflasche mitnehmen. Urban Decay All Nighter habe ich in einer ganz kleinen Geschichte hier. Auch eine Wimpernzange muss ich definitiv mitnehmen, weil damit wird alles halt noch ein bisschen intensiver. Und dann verwende ich von Maybelline die neue Firework Mascara. Und mit dem Charlotte Tilbury Pillow Talk auf den Lippen ist es auf jeden Fall ein Mega-Look. Ja, wir haben einen Gewinner. Ich würde definitiv super gerne diese Glow-Geschichte mitnehmen, diese Foundation, weil ich die einfach noch schöner finde. Obwohl ich auch sehr, sehr gerne die von Typology mag. Aber
Das ist halt noch mehr meins, ne? Jetzt werde ich mir die mal ein bisschen abfüllen und dann gucken wir mal, dass ich irgendwie auf die Suche gehe nach einem Ladegerät für meinen Akku. Ich habe jetzt hier beim Aufräumen noch in dieser großartigen Schublade, übrigens hier ist meine ganze Pflege jetzt drin, ne? Ha! Dann steht ja auch, also auch mein Make-up. Mega geil. Auf jeden Fall, ja, habe ich eben beim Aufräumen noch ein bisschen Schmuck gefunden. Ich habe ja auch noch hier meine Schmuckständer, die ich demnächst ja noch integrieren wollte in meinen wundervollen Schmuckschrank, den ich mir vor einer Weile geholt habe. Und das hier möchte ich jetzt aber ganz gerne hier in meinen Schrank reinmachen. Den habe ich ja mir damals gekauft vor einiger Zeit und den kann man bei Amazon kaufen. Den kriegt ihr aber auch bei Songmix und da kriegt ihr auch aktuell mit Claudi 15%. Mega cool, haben sie mir eben geschrieben, dass es möglich wäre, dass ich euch da einen kleinen Rabatt anbieten kann. Und genau, das ist mein fantastischer Spiegel. Ich muss den hier mal ein bisschen sauber machen, das ist halt, ne, da noch so ein Kleberest. Aber ich finde den super, weil du hast hier die Möglichkeit, den Spiegel abzuschließen. Das ist auch immer eine ganz wichtige Geschichte, wenn man den jetzt nicht irgendwie in einem separaten Raum wie hier halt stehen hat, weil du ja Kleinteile da drin hast, ne? Und hier hinten, das kann man drehen, wenn man das nicht mit Taschen zugestellt hat, kann man halt auch Sachen hinstellen. Da habe ich jetzt zum Beispiel so eine Haarpflegereihe, die ich demnächst ausprobieren werde. Dann angebrochene Geschichten aus Kooperationen, die dann demnächst in meine Skincare auch reinwandern werden. Und genau, was ich halt mega finde, ist nicht nur der Spiegel an sich, was total großartig ist und toll ist und mega und was mich halt total freut, sondern halt auch das von innen. Ne? Du kannst hier richtig viel drin lassen. Ich habe das hier von der Aufteilung her so, dass ich hier so ein paar Parfums drin habe. Ja, genau, hier hängen auch schon so ein paar Ketten. Das Ganze muss aber noch irgendwie ein bisschen besser organisiert werden. Hier ist ein kleiner Spiegel. Da kann man dann halt quasi sich so die Kette angucken, wenn man die sich umgelegt hat. Oder wenn man sich halt etwas runterbeugt und 1,73 Meter groß ist, so wie ich das bin, kann man sich dann halt auch noch mal ein bisschen besser drin sehen. Dann habe ich hier, eigentlich ist es nicht dafür gedacht, aber ich mache das so. Also eigentlich ist es, glaube ich, komplett für Ringe gedacht, aber ich habe da auch zum Beispiel so Ohrstecker beziehungsweise ja solche Ohrdinger reingemacht, die jetzt nicht unbedingt hier reingepasst haben. Ne, das habe ich hier so reingesteckt. Dann ein paar andere Stecker, noch mehr Stecker und noch mehr Stecker. Läuft. Übrigens so viel, ne, zu meiner Schmucksammlung aktuell. Dann habe ich hier auch noch ein paar Ohrkreolen und Ohrstecker und dann auch noch ein paar Ketten. Ich habe super wenig Armbänder. Hier habe ich mal eins. Das haben wir, glaube ich, letztes Jahr bekommen. Ja, in Malaga. Vielleicht nehme ich das sogar jetzt mit nach Kreta. Genau, hier hätte man dann auch noch weitere Möglichkeiten, Ketten hinzuhängen. Und was ich ganz cool finde, ist, hier haben wir nochmal so einen leicht magnetischen Verschluss, ne? Also der zippt dann quasi hier dran, um dann quasi auch den Schrank richtig zu schließen. Das haben wir hier auch nochmal so einen Punkt, ne? Und da oben, also 4 Punkte, genau. Was ich hier ganz gerne mache, ist, dass wenn ich halt so Ketten habe und halt schauen möchte, ob es irgendwie echt Schmuck ist oder so, dass ich das so dran halte. Weil das hier ist zum Beispiel nicht magnetisch, dann ist es quasi echt Schmuck. Aber wenn ich dann andere Ketten nehme, ich glaube, du warst eine, genau, flapp, ne? Daran kann man tatsächlich so als kleines Gimmick auch nochmal testen, ob der Schmuck, den man hat, echt Schmuck hat, ist oder nicht. Das hier war, glaube ich, mal eine Kette aus einer Box oder so. Und genau, hier hängen dann auch nochmal kürzere Ketten. Und dann hat man hier auch noch eine Tasche, wo man was aufbewahren könnte. Da habe ich zum Beispiel auch so eine Haarspangengeschichte drin. Die könnte jetzt vielleicht auch eine ganz gute Sache sein. Vielleicht für mein Outfit, da muss ich mal gucken. Weil farbtechnisch könnte das auch sehr gut zum Augenlook passen, den ich jetzt ja gerade geschminkt habe, ne? Naja, und wie gesagt, hier dann noch ein paar Parfums. Ja, ich bin da echt ein bisschen wild. Und ich persönlich finde diesen Spiegelschrank, Schmuckschrank total praktisch, total großartig. Und wie gesagt, mit Claudi 15 könnt ihr da gerade 15% drauf sparen. Finde ich mega. Ne? Also ist in der Infobox verlinkt. Wenn ihr über die Songmix-Seite selber bestellt, bekommt ihr da die 15%. Ich meine, bei Amazon gilt der Code nicht. Aber es ist schon ein schönes Teil. Ne? Auch hier mit dem Samt und so. Ich mag den. Also für mich wirklich ein absolutes Must-Have-Produkt. Was ich jetzt auch schon seit, weiß ich nicht, einem halben Jahr hier stehen habe. Ja, über die Tüten reden wir nicht. Ich war ein bisschen fleißig beim Film. Dann seht ihr nämlich das Schätzelein in seiner vollen Pracht hier, ne? Und wie gesagt, man kann den auch super easy drehen, sodass man dann auch hier hinten ganz gut drankommt, ne? Und man hat alles gut hier drin verstaut. Also quasi größere Parfums kannst du hier hinpacken oder halt auch deine Pflege. Je nachdem, wie man so lustig ist. Aber ich werde jetzt hier noch, wie gesagt, ein bisschen was einräumen. So,
ich muss jetzt kurz beim Einsortieren mal Stopp machen, aber ihr seht, ich habe schon einiges an Ohrringen hier nochmal verstauen können. Ketten folgen noch, ein bisschen was habe ich noch da vorne auf meinem Ständer, aber ich finde es einfach hier viel besser aufbewahrt, weil das auch geschützt ist vor zum Beispiel Staub oder vor Lichteinflüssen, weil ich kann das ja einfach zumachen, ne? Und das habe ich tatsächlich bei manchen der Ohrringen-Geschichten jetzt gerade auch gemerkt, dass die so ein bisschen sich, wie soll ich das sagen, ein bisschen komischer angefühlt haben. Und man kann das hier halt richtig vollproppen, ne? Denn du hast hier dazwischen auch noch die Möglichkeit, so Stecker oder halt auch Mini-Kreolen reinzumachen. Und dieses Ringding finde ich halt großartig für Ohrstecker oder für etwas, was halt vielleicht hier nicht mehr so mit reingepasst hätte, ne? Das nur als kleiner Tipp am Rande. Und wenn ihr möchtet, schaut bei Songmix vorbei. Da gibt es unter anderem diese Schätzelein. Tari Tara, die Post war da. Und ich hatte mir, ich habe zu viele von diesen Parfüm-Influencern geguckt, ne? Diesen Latifa Yara Duft mal bestellt. Das sind ja diese Riesendinger. Gab es bei Amazon, wurde als wundervoll, fruchtig und so weiter beschrieben. Maxim hatte auch schon den ein oder anderen von gezeigt. Jetzt gucken wir mal, wie der so riecht. Den kann ich ja heute über Tag einfach mal tragen. Boah, der riecht wirklich gut. Der kostet ja nichts gefühlt, ne? Okay, man soll da vielleicht nicht viel, also zu viel von nehmen, ne? Ich finde den auch nicht so schwer, wie ich den erwartet hätte. Der hat was super Angenehmes, Alltagstaugliches. Der soll ja auch irgendwie total fruchtig riechen und so. Ich weiß nicht, steht das hier irgendwo drauf? Keine Ahnung, aber ne, soll halt so ein sehr fruchtiger Duft sein. Und ich habe bei Jubelist bestellt. Ich habe nämlich die Stories von meinen Kolleginnen geguckt. Und die liebe Tina hat dort eine Tasche rausgebracht, die ich schon letztes Jahr so schön fand. Und die habe ich jetzt mir einfach mal bestellt. Ich habe diese Variante genommen. Es ist beige, es ist schön, es ist hochwertig, es ist wirklich eine tolle Handtasche, die du auch zu allem Möglichen kombinieren kannst. Was jetzt, glaube ich, im Sommer auch ganz praktisch ist, ne? Ich meine, dass da auch irgendwie ein Gurt mit dabei ist. Und Jubelist ist ja auch eine Marke, die hatten wir ja auch mal auf dem Zimmer. Und da nehme ich auch tatsächlich eine Tasche von mit. Genau, hier ist der Gurt. Die fühlt sich richtig gut an, Leute, ne? Ja, die habe ich jetzt irgendwie mit Rabatt für. Wo ist die Rechnung? Muss ich mal kurz gucken. 84,95 mir gekauft. Aber das war es mir halt auch einfach mal wert. Und ich hatte die, wie gesagt, bei ihr auch schon gesehen. Wobei sie, glaube ich, noch eine etwas andere Variante letztes Jahr nach Malaga mit hatte. Kurz vor ihrem Launch nämlich. Und da hast du Innentaschen drin. Also wir haben hier zwei so für Handy und für Kleinkram. Dann haben wir hier nochmal eine mit Reißverschluss für Kleinkram. Hier unten halt diese Nupsis, dass es gut steht und unten nicht kaputt geht. Ich glaube, wir werden Freunde. Ich glaube, das wird meine Kreta-Handtasche. Da freue ich mich doch. Und jetzt muss ich Julius wecken, denn es ist 3:07 und eigentlich hat er immer um 3 sein Date mit seiner Oma. Sie sind voll im Bilde, junger Mann. Ein bisschen schmusen. Ja, ein bisschen schmusen. Lass dir den Pelz auf die Sonne scheinen, kleiner Mann. Ja. Ja, du bist ein Kampfhund. Ein verfeilter Kampfhund. So ein Räuber. Amazon hat gerade was gebracht. Das hier könnte mein krasser Statement-Schmuck für den Mottoabend sein. Und in dem Set war noch ein Armband mit drin, was ich wahrscheinlich aber eher als Fußkettchen tragen wollen würde. Diese wirklich süßen Ohrringe. Dann habe ich mir separat noch einen Haarreifen bestellt, weil ich es irgendwie süß fand. Und ich hatte mir noch diese Tasche bestellt. Da muss ich nochmal gucken, aber eigentlich wäre die auch für den Mottoabend super, aber ich habe jetzt ja die von Jubelist, ne? Da muss ich mich noch entscheiden, welche von beiden ich gerne oder lieber mitnehmen möchte. Aber die hier finde ich auch fantastisch schön. Die ist unglaublich hübsch. Also ja, diese Woche wurde dann doch einiges noch geliefert. Wobei hier haben wir Silber dran. Das könnte dann vielleicht sich... Man kann auch Silber und Gold kombinieren, ne? Gar keine Frage. Naja, so ist das mit alle. Aber auch das, eine richtig schöne Schultertasche mit vielen Innentaschenmöglichkeiten, was ich einfach immer total feier. Das ist von
weiß ich nicht, woher die kommt. Weiß ich nicht. Ich finde die auf jeden Fall sehr, sehr hübsch. Und hier sind das eigentlich echte. Oh, haben wir auch noch eine große Tasche. Ich hatte mal so eine ähnliche, ne? Auch ein wunderschönes Hellblau. Also ich mag die sehr, sehr gerne leiden. Passt auch zu dem sehr fancy Schmuck, ne? Also das zu dem klassischen Kleid. Das peppt das Ganze halt nochmal auf. Auch mit dem Look so in der Art. Ich glaube, wir werden Freunde. Ja, das Make-up ist ein bisschen mitgenommen im Laufe der Zeit, aber es ist auch wirklich warm. Wir haben es ja 24 Grad, es ist 6:30. Julius isst gerade und Schatzi bereitet quasi sein Schlemmerfilet à la Bordelaise zu. Für mich gibt es Sushi, das heißt, es ist schon fertig. Und jetzt wollte ich noch eben ein Halara-Haul drehen, weil ich davon einige Teile super gerne mitnehmen möchte. Das sind auch so Einteiler, die, glaube ich, ganz, ganz cool laufen könnten jetzt. Deswegen drehe ich das jetzt. Das mache ich jetzt mal mit einem etwas anderen Aufbau. Und zwar habe ich hier dann quasi mein Handy stehen, sodass man da dann nochmal, ne, quasi die Full-Körper-Perspektive sieht. Hier habe ich dann meine normale Kamera, die läuft. Hier sind die Kleidungsstücke, die ich nach und nach anziehen werde. Ich freue mich da sehr drauf. Ja, genau, weil ich wollte tatsächlich eigentlich eher weniger das hier im Hintergrund haben. Ihr seht es jetzt, ne? Ich habe ein bisschen letztens was aussortieren müssen. Jo. Go, 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 Claudi. Ich habe zwei Videos geschnitten. Eins ist jetzt gerade noch am Rendern. Mir ein bisschen die Nägel bunt gemacht und das ist so richtig, richtig geil bunt geworden. Oh, ich lieb's so sehr. Kamera stell scharf. Das ist großartig. Jetzt habe ich noch ein bisschen Wäsche gewaschen. Tatsächlich die Halara-Sachen und dann noch ein paar andere Sachen, die halt nicht in den Trockner kommen. Das hänge ich jetzt auf, ne? Ja. Das ist auf jeden Fall mal eine Sache. Ich habe im Laufe der Zeit heute tatsächlich auch immer mehr Akkus gefunden. Ich weiß auch nicht. Irgendwie bin ich so ein Akku-Versteckmensch. Und da habe ich jetzt drei frisch geladene Akkus hier. Nehme das Ladegerät aber trotzdem noch mit und habe noch einen Akku in der Kamera drin, der frisch geladen war. Also Leute, ich glaube, da kann ich richtig Kapitis geben. Man ist ja schon bekloppt irgendwie, ne? Also erstmal habe ich gestern bis um 2:30 Pakete gepackt, frankiert und fertig gemacht, dass dann quasi morgen, also am 2. Mai, alles abgeholt werden kann von DHL. Und Schatzi das halt nur einfach so mitgeben muss, ne? Und die Abholung habe ich auch schon gebucht. Und ja, genau, dann habe ich auch noch Videos geschnitten und fertig gemacht, dass das alles soweit drin ist, damit ich halt quasi, wenn ich wiederkomme, weniger Stress habe. Ich hätte noch so viel, was ich schneiden wollen würde. Leute, ich sag's euch. Mal gucken. Also, wir haben es jetzt schon irgendwie, ja, 12. Läuft. Ich habe eben auch hier schon ein bisschen aufgeräumt und Wäsche angestellt und Spülmaschine eingeräumt und hast du nicht gesehen. Das ist halt auch so eine Sache. Warum macht man das? Als ob mein Freund das nicht irgendwie in der Zeit machen könnte, wo ich nicht da bin, ne? Es ist abgefahren. Ich werde halt so langsam immer nervöser und ja, genau. Aber das ist, glaube ich, echt so ein Ding, was jeder irgendwie gefühlt von uns hat, ne? Dass man da irgendwie, bevor man wegfährt. Das ist so dieses Klassische. Damals haben wir das auch gemacht, bevor wir in Urlaub gefahren sind, dass wir quasi die Wohnung aufgeräumt haben und geputzt haben. So nach dem Motto, wenn jemand vorbeikommt, wenn wir nicht da sind, wer soll denn kommen? Hoffentlich kommt keiner. Und hier ist es halt auch einfach so, dass mein Freund ja auch hier zu Hause ist. Keine Ahnung. Oh, der kann sich ja auch selber helfen, ne? Naja, egal. Ich habe eben noch mit Melli geschrieben oder vor allem, also vielmehr Sprachnachrichten ausgetauscht. Die kommt morgen um 7:30 vorbei. Das wird abgefahren, weil morgen hat mein Freund auch Urlaub und Julius ist halt auch eine Penntüte. Ne? Der kommt da volle Elle nach mir, was ich total super finde. Und genau, beschwert sich nebenan auch, ist damit Schatzi unterwegs. Und genau, das heißt, ich werde dann hier heimlich still und leise durch die Wohnung tigern, mich dann fertig machen, dann noch meinen Männern schnell Tschüss sagen. Wahrscheinlich wird Julius auch wach werden, mal gucken. Und dann düsen wir, ja.
Genau, das heißt, da muss ich dann mein Auto vielleicht auch noch ein bisschen vorbereiten. Mal gucken. Also das, ja. Wobei, Melli nimmt mir das nicht krumm, wenn da ein paar Krümel rumliegen, ne? Das ist halt auch so eine Sache. Die ist da halt auch tiefenentspannt, was ich sehr an ihr schätze. Also die ist ja sowieso ein ganz, ganz großartiger Mensch. Ich habe sie einfach sehr gern. Und ich freue mich auch schon auf die Autofahrt mit ihr, weil dann haben wir auch ungefähr ein, dreiviertel Stunden, je nachdem, wie der Berufsverkehr so abgeht, ne? Zeit zu quatschen und uns auszutauschen über alles Mögliche, was so geht. Und da freue ich mich drauf. Und das ist halt immer wieder so eine Sache. Ich finde es so schade. Übrigens, jetzt auch hier so eine alte Neuheit in Anwendung, ne? Es ist immer so eine Sache. Wir wohnen echt nicht weit auseinander. Und dann fragt man sich wirklich, warum sehen wir uns so selten? Einfach, weil man wenig Zeit hat. Das ist echt so ein Ding. Ja. Nun, dann werde ich mich jetzt noch ein bisschen fertig machen, mir ein bisschen was Sommerliches anziehen, denn heute ist es wirklich warm hier. Also, ja, langärmeliger Schlafanzug und langbeiniger Schlafanzug war dann doch tatsächlich ein bisschen Fülle. Aber gut, und ja genau, da muss nämlich jetzt die Gesichtspflege, die ich jetzt aufgetragen habe, etwas einziehen, damit ich danach den Lichtschutzfaktor auch auftragen kann. Leute, Leute, Leute. Ja, in 3,5 Minuten, ne, mache ich dann normalerweise so meine Morgen-Eincreme-Geschichte. Ansonsten habe ich ja Zähne geputzt und so einen Kram, Pinsel gewaschen. Mir geht der Puls ab, Leute. Ich muss Koffer packen. Und ich darf nur 15 Kilo quasi mitnehmen. Ah, das wird spektakulär. Aber es soll ja auch wärmer werden, so 20 bis 25 Grad. Na, das könnte was werden. Diesen wunderschönen Nagellack von Riva Loves Me, Neon Explosion, die sind großartig, Leute. Da habe ich ja auch ja den einen oder anderen schon jetzt gerade auf meinen Nägeln drauf. Habe ich jetzt auch auf meine Fußnägel gemacht. Das ist in der Farbe 03 Happy Days der Nagellack. Hallo. So, ne, der ist richtig schön neonmäßig. Und wie gesagt, da gibt es auch verschiedene von. Ich habe den auch in Blau, ich habe den in Grün und die sind großartig, die halten auch richtig klasse und die leuchten richtig schön in der Sonne. Genau, tada! Und weil wir noch nicht genug Fußcontent hatten, sehen wir hier meinen Maigang zum 1. Mai. Bei den Rasen. Julius läuft auch da hinten. Ah, herrlich, Leute, ich sag's euch. Mit Beinen, die das Licht reflektieren und nahezu durchsichtig sind. Läuft bei mir. Ein kleiner Zwischenstand vom Kofferpacken. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Mein Reiseoutfit, mein Abendoutfit, mein Samstagsübertagsoutfit, Abendoutfit, Freitag, ne? Freitag. Samstag über Tag, da habe ich diesen großartigen mintfarbenen Jumpsuit. Das Abendoutfit, ich glaube, da ist der Themenabend. Ansonsten werden die beiden halt einfach getauscht. Und das ist mein Abreiseoutfit. Bislang liegt da halt einfach nur ein Oberteil und die Socken, weil ich werde dazu natürlich einfach auch die Sachen von hier kombinieren. Also quasi die Jeansjacke und die Hose. Schuhe, genau. Schuhe nehme ich die Croc, ach Quatsch, sie heißen ja eigentlich Birkenstocks, auf jeden Fall mit. Ersatzstrümpfe, Ersatzstrumpfhose. Die Schuhe ziehe ich dann morgen auch auf der Fahrt schon an. Jetzt muss noch ein bisschen Unterwäsche her. Ein paar Bikinis, Schlafoutfit. Dies, das, Ananas. So, es ist erstmal alles zusammengepackt, inklusive einem Ersatzoutfit und so ein bisschen Strandklamotten, Schlafklamotten. Hier habe ich meine Beauty-Sachen drin. Der Föhn muss eigentlich echt mit und den Aufsatz wollte ich ja auch gerne mitnehmen. Und jetzt ist die Frage, zum einen, in welchen der beiden Koffer passt es? In den ganz großen oder in den mittleren? Und was wiegt der Spaß? Ja, das hat schon mal gut funktioniert, also platztechnisch gar kein Problem. Ich habe im Prinzip nur die eine Hälfte befüllt und hier sind nur Schuhe, also meine, wie heißen die? Birkenstocks, habe ich schon wieder vergessen den Namen drin. Koffer geht 1A zu, zumal ja oben das Fach auch leer ist und jetzt kommt das Schätzelein auf die Waage. Ich wiege ohne Koffer in der Hand, aber mit meiner Kamera 72,1. Dann nehmen wir den Koffer einmal hoch. Und dann sind das... Ernsthaft? 83,2. Also, das passt. Das ist ja richtig gut. Jo, ein Video ist jetzt gerade noch am Rendern. Die Tasche ist, also der Koffer ist gepackt, das Handgepäck ist in meinem Kopf gepackt. Jetzt parken Schatzi und ich die Autos um. Und dann schauen wir mal, dass alle dann ihren Platz gleich bekommen und Schatzi nicht durchs Bild hier läuft. Habe ich eigentlich schon irgendwie erzählt, dass ich aufgeregt bin? Ich bin saumäßig aufgeregt.
Oh mein Gott. Aber wir haben heute noch ziemlich viel Zeit als Familie zusammen verbringen können, was ich sehr, sehr schön fand und einfach das Wetter auch ein bisschen genießen können. Ja, ich habe hauptsächlich drin verbracht beim Packen und so. Das ist dann natürlich ein bisschen gewesen. Aber im Großen und Ganzen war es tatsächlich dann auch noch ganz kuschelig später. Und ja, genau. So ist das mit alle. Habe ich an alles gedacht? Keine Ahnung. Ich hoffe schon. Ansonsten müssen Melli und ich wieder los und irgendwelche Sachen kaufen. Es war mal das Handy-Ladekabel, was gefehlt hat. Das hatte mal das, oder der Stecker, das weiß ich gar nicht. Das Laptop-Ladekabel hatte auch mal gefehlt. Kopfhörer hatte ich irgendwann auch mal nicht mit dabei. Läuft, ne? Solange der Kopf, der angewachsen ist, irgendwie auch mit dabei ist, dann kriegen wir es auf jeden Fall auf die Kette. Aber ich habe das Gefühl, als hätte ich was vergessen. Einfach weil der Koffer auch so leicht ist, in Anführungsstrichen. Also ein bisschen Drama musste heute ja wirklich noch passieren, ne? Was soll ich sagen? Ich musste gerade meinen eigenen Koffer knacken. Ja, denn ich weiß nicht wie, aber der Zahlencode für meinen Koffer hat sich irgendwie von alleine umgestellt. Ich weiß es nicht. Als ich den eben erst zugemacht habe, war der ganz normal auf 000 und jetzt ist er umgestellt auf 989. Und ich habe jetzt mit Hilfe eines YouTube-Videos auch herausgefunden, wie man ein Zahlenkofferschloss knackt. Ja, schön, dass man sowas nachts um oder abends um 10:30 lernt. Leute, ne? Also wenn ihr mal irgendwann Probleme mit dem Schloss an eurem Koffer habt, es gibt dazu ein wundervolles YouTube-Video. Da muss man im Prinzip sich den Koffer so hinlegen und dann habe ich mir mit meiner Taschenlampe vom Handy quasi dahinter geleuchtet. Und wenn man sich diese Zahnrädchen halt von hinten anguckt, dann sieht man teilweise so Einkerbungen und dann sieht man auch quasi welche, ne, quasi wo auch immer eine Einkerbung wäre. Also dann hat man im Prinzip die Abstände zueinander. Und dann dreht man dann jedes Rädchen, bei mir sind es ja drei, immer um ein weiter, bis dann halt irgendwann der Zahlencode passt. Ich kann es euch gerne mal in der Infobox verlinken, falls ihr auch mal das Problem habt. Ich glaube, sowas kann auch ganz einfach passieren, indem irgendein Kleidungsstück an dieses von innen Leben drankommt und da halt irgendeine Umstellung macht. Keine Ahnung, weil man kann ja theoretisch auch einen entsprechenden Zahlencode einstellen. Guten Morgen. Ich habe tatsächlich, ich glaube, 3 Stunden geschlafen heute Nacht. Naja, ist wie es ist. Ich bin halt bei solchen Geschichten immer super nervös, ne? Das ist halt immer so ein Ding von mir. Ja, genau. Über Nacht habe ich so ein paar Besucher bekommen. Ganz toll. Schatzi sagte auch gerade schon, das ist die Aufregung, das ist der Stress, ja. Aber hoffentlich wird sich das Ganze jetzt ein bisschen entspannen, denke ich mal. Schuhe muss ich mir gleich noch anziehen, denn ich habe an einem Zeh auch noch irgendwie eine kleine Entzündung bekommen. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Naja, das ist jetzt erstmal so ein bisschen mein Reiseoutfit. Ich werde da drüber gleich noch eine Jeansjacke ziehen. Es ist irgendwie kalt, deswegen habe ich den Pulli noch drüber gezogen. Und hier drunter habe ich eigentlich mein eigentliches Outfit, meinen eigentlichen Sommerstyle, eine Jeggings dazu. Eigentlich wollte ich auch eine andere anziehen, aber die hat einen Fleck drauf gehabt, wo auch immer dieser Fleck herkam. Jetzt wird erstmal Kaffee getrunken, vielleicht ein bisschen was gefrühstückt und dann kommt Melli und dann düsen wir. Zack, da sitzen wir im Auto. Die Melli ist auch mit am Start. Hallo. Juhu. Und jetzt machen wir uns auf die weite Reise. Ungefähr 2 Stunden haben wir vor uns, dann sind wir in Düsseldorf und dann geht's nach Kreta. Yeah. Oh, das wird schön. Ja. Herzlich willkommen am Düsseldorfer Flughafen. Wir haben Verstärkung bekommen. Hallo. Wir sind ja tatsächlich von Abflug Düsseldorf Ladies hier jetzt erstmal vollständig und werden dann gleich erstmal schön einchecken und dann geht die Party ab. Da vorne sind schon mal unsere Check-in-Schalter, die sind offen. Und dann können wir uns gleich endlich mal einen Kaffee oder so trinken, auf entspannt. Und dann schauen wir mal, wie der Flug so wird. Aber ich freue mich. Ich glaube, es wird eine ganz schöne Sache. Wir sitzen hier ganz entspannt im Flieger und warten darauf, dass wir gleich losfliegen können. Da haben wir einmal die liebe Nicole, die richtig Bock hat. Da haben wir einmal die liebe Melli. Hallo. Und vor uns sitzen auch ein paar Kolleginnen. Die werdet ihr im Laufe der Woche, der Vlogging-Woche noch mal intensiver sehen. Jetzt habt ihr mal schon mal ihre Kinderköpfe kennengelernt. Und ja, ich würde sagen, wir können mal starten, ne? Ich habe eben den Piloten schon gesehen, sah vertrauensvoll aus. Meiner Meinung nach kann die Reise starten. Oh, du bist jetzt gleich in Luft gefahren.
oder? Wurde offiziell entjungfert. Sicher gelandet und im Taxi mit meinen wundervollen Kollegen, das wird jetzt hier einmal heimlich gefilmt, da ist die wundervolle Belly. Da arbeitet die wundervolle Nicole. Und ja, wir cruisen jetzt ein bisschen und es wird ungefähr ein bisschen länger als eine Stunde dauern, bis wir beim Hotel sind, aber so können wir schon mal ein bisschen Sightseeing machen. Wie ich tatsächlich eigentlich schon irgendwie fast gedacht hatte, ich kriege die Luke nicht mehr zu. Ich kann es nicht anders sagen. Mein Hotelzimmer, Leute, ist der Knaller. Ich befinde mich in Zimmer Nummer 504 und habe hier schon mal die Tür geöffnet. Hier haben wir eine formschöne Garderobe. Sehr hübsch. Wir sind im Syntopia Hotel. Alles sehr edel, Leute, ich sag's euch. Ja, hier kann ich mich dann stylen, fertig machen. Moin, ganz Körperspiegel läuft bei ihm. Dann haben wir hier natürlich die wundervollen Produkte von Dalton. Das ein oder andere habe ich mir auch ehrlich gesagt gewünscht. Das ist halt ein bisschen praktisch, dass ich dann genau weiß, ne, was ich auf dem Zimmer brauche, hatte ich der lieben Janine geschrieben. Und das finde ich ja mal richtig geil. Das ist das neue Peeling, jetzt in der praktischen Größe. Und ich habe das tatsächlich als Sachet mitgenommen, hätte ich gar nicht gemusst. Steht hier, großartig, ein bisschen was zum Abschminken, zum Duschen, zum Glücklichsein. Hier haben wir auch natürlich Dalton am Start, ne, Ampullen, ein bisschen Sonnenpflege. Da hinten ist auch noch, oh, da gucken wir gleich. Es gibt so viel zu entdecken. Und man fühlt sich dann doch erstmal, wenn man ankommt, so ein bisschen fehl am Platz, weil man einfach nicht dem entspricht irgendwie vom Gefühl her. Ich bin einfach nur dankbar, Leute, ich sag's euch. Hier haben wir eine Dusche, eine wunderschön große Dusche, wo sich auch ein paar Produkte drin befinden. Das ist vom Hotel Olivera. Okay, interessant, ja. Dann ganz großartig. Nein, wahrscheinlich gar nicht so, ne? Ist eine kleine Toilette. Kann man auch sehr gut gebrauchen. Ja. Ein Waschbecken, was ich wunderschön finde übrigens. Das sieht so schön aus. Ach, Leute, ist das hier ein Tanzsaal. Die Lampe, wunderschön. Die Lampen übrigens auch wunderschön. Das Bett, da kommen wir gleich zu. Allein wie groß das hier ist, oder? Meine Güte. Hier haben wir dann einmal den Zeitplan für die Woche. Jetzt kommen wir gerade an, gleich um 19:30 haben wir schon unser erstes Date. Für morgen ist dann auch schon allerhand geplant, übermorgen und am Sonntag. Genau. Hier haben wir nochmal meinen Code. Also ich muss erstmal tatsächlich drauf klarkommen, was hier gerade so passiert, ne? Ocean minus Cloudy. Dann haben wir hier auch die neuen Taschen von den Sets. Das ist so wunderschön. Und das hier dürfte das Hyaluronic-Set sein, wenn ich mich nicht irre, ne? Auch wundervoll. Ganz, ganz tolles Starter-Set. Denn auch auf die Sets bekommt ihr 25% Rabatt. Ach Gottchen. Hier haben wir einen kleinen Gruß vom Hotel. Ich möchte euch ja wirklich alles zeigen, ne? Euch überall mit hinnehmen. Und da gibt es ein bisschen was zum Naschen, ein bisschen was zum Trinken, zum Aufwärmen. Nach draußen gehen wir gleich. Hier haben wir dann auch die neuen Produkte liegen. Die großartigen Lichtschutzfaktoren, wovon ich den hier tatsächlich wunderbar finde. Also auch schon ordentlich ausprobiert habe. Auch die Deep Hydration Gesichtscreme, den Moisturizer, habe ich in Anwendung. Hier hat mir eben auf der Hinfahrt auch, da liegt was, das muss ich gleich mal gucken, Melli gesagt, dass ich den definitiv ausprobieren soll. Der wird jetzt zu meiner Nachtcreme. Ja, oh mein Gott, oh mein Gott. Dann habe ich hier noch eine schöne Aloe Vera Maske, die werde ich heute auch noch verwenden oder morgen, mal gucken. Eine Augencreme, All Eyes on You, das ist Niacinamin, glaube ich, ne? Wenn ich das richtig immer im Hinterkopf habe. Eine Summer Bag, wie schön. Richtig cool. Die ist ja praktisch. Guck mal, wirklich von Dalton, so gebrandet. Das mag ich. Ein wunderschönes Bett. Was habe ich denn hier drin? Handgemachte Ohrringe aus Polymerclay. Oh mein Gott, das muss ich mir gleich mal ganz genau angucken. Das sieht so schön aus. Das will man, oh je, Mini. Und hier sind richtig abgefahrene Ohrringe drin. Das ist mein Statement. Mal gucken, zu welchem Look ich die integriert bekomme. Aber diese Muschelohrringe finde ich ja klasse. Die werde ich definitiv heute Abend mal tragen. Ach Mensch, genau. Und hier haben wir dann auch, da steckt Liebe drin. Das Kärtchen. Ach, guck mal. Und da haben wir noch allerhand weiteren Schmuck. Wahnsinn.
Wahnsinn. Wahnsinn, Leute. Genau, ein riesiger Fernseher, der wahrscheinlich die ganze Zeit ausbleiben wird. Ein großartiges Bett mit total süßen Lampen. Aber Leute, ich habe eben schon mal gelinst. Seht ihr das? Ob ich da wohl noch reinspringen werde gleich? Mal gucken. Auf jeden Fall im Laufe der Zeit, denn hier ist tatsächlich der Balkon mit einem kleinen Außenbereich. Gut, hier ist die Straße, ne, aber ich denke, abends wird die jetzt nicht so befahren sein. Und hier haben wir einen Whirlpool. Ein Whirlpool. Klar. So, viel Zeit haben wir nicht. Ich konnte mir auch jetzt nicht unbedingt irgendwas Krasses machen mit den Haaren. Deswegen habe ich die einfach in einen Zopf gemacht und ganz entspannt den Haarreif schon mal umgetan. Jetzt mache ich das so ein bisschen wie Sarah Isabel und klatsche mir Concealer ins ganze Gesicht. Einfach ein bisschen, um Frische ins Gesicht zu bekommen. Mein Spiegel ist ein bisschen staubig. Den hätte ich vielleicht vorher sauber machen müssen, wa? Ich habe nämlich 10 Minuten Zeit. Denn eben war die liebe Nicole da und wir mussten ihren Koffer aufbrechen. Denn ich bin wohl offensichtlich offiziell jetzt unter die Patzerknacker gegangen. Denn sie hatte mich angerufen, kurz nachdem sie in ihrem Zimmer angekommen war. Claudi, wie war das nochmal mit dem Koffer aufkriegen, wenn man das Zahlengewinnen nicht mehr weiß? Ja, das haben wir leider nicht anhand des YouTube-Videos hingekriegt. Das heißt, ich musste da etwas improvisieren, aber improvisieren kann ich ja. Jetzt werden wir herausfinden, ob die Lidschattenpaletten heile geblieben sind, weil Julius damit gestern etwas gespielt hat, um das mal so zu sagen. Genau, sieht eigentlich soweit so gut aus. Ein bisschen Blush. Das ist eigentlich witzig, ne? Man deckt die Rötung ab, um sich dann wieder Rötung drauf zu machen. Aber man setzt sie sich dann dahin, wo man sie auch hinhaben will. Ein bisschen Puder. Ein bisschen Bronzer. Auch einfach mal so ein bisschen grob ans Auge. Ein bisschen Highlighter. Den gebe ich mir auch mit dem Finger einfach auf mein Augenlid. Ich werde zu spät kommen, denn in 2 Minuten werde ich nicht fertig. Die Augenbrauen wollte ich auf jeden Fall definieren. Ein kleines bisschen fixieren. Dann kommt der Eyeliner. Fixing Spray. Wimpern biegen. Und zu guter Letzt, das Herzstück jeden Looks bei mir, ist die Mascara. Die jetzt natürlich erst so semi performen kann, weil ich nicht so viel Zeit habe, ne? Aber gleich noch ein bisschen Lipgloss drauf, dann habe ich schon mal mein Make-up fertig. Tada! Hier haben wir das Chic and Sporty Outfit of the Evening. Genau. Dazu trage ich diesen bildschönen Haarreifen, den ihr eben ja auch schon gesehen habt. Einen fancy Look. Es sieht hier aus wie Hulle, das wird nachher aufgeräumt. Aber zuallererst werde ich mir jetzt meine Tasche schnappen und zu den Mädels gehen, denn wir haben es 19.36 Uhr und Claudia ist zu spät. Yay! Dann werden wir uns mal in diesem Fahrstuhl in die untere Etage begeben und hoffen, dass alles glatt läuft und ich meine Menschen finde. mal schauen. Oh, ich kriege auf jeden Fall schon mal eine Nachricht wahrscheinlich. Hey Claudi, wo bleibst du? Bin unterwegs. Der Aufzug war verkehrt. Ich bin im Flur, also nicht im Flur. Ich bin irgendwo gelandet, wo ich nicht hin wollte. Ich irre jetzt durch die Gegend, nehme die Treppe und hoffe, dass ich jetzt... Ja, hier bin ich richtig. Sehr schön. Ich habe gerade aus Versehen ein Foto gemacht, das kann ich euch mal einblenden. Okay, also wir lassen den Abend gerade noch ganz entspannt hier an der Poolbar ausklingen, beziehungsweise die Ersten verabschieden sich ins Bett und ich werde mich jetzt auch wahrscheinlich in die Haie begeben. Ein super schönes Ambiente, ein wirklich aufregender Tag mit wenig Schlaf geht jetzt tatsächlich zu Ende, aber es ist okay. Ich werde mich jetzt natürlich noch abschminken, duschen gehen und dann ist morgen ein sehr warmer, schöner nächster Tag. Okay, ich bin schon ein kleiner Monk, dass ich hier mitten in der Nacht einfach mal meine komplette Schminkroutine, Skincare-Routine und Körper- und Zahn- und Haarroutine aufgestellt habe. Jetzt muss ich aber wirklich duschen gehen. So geht das hier nicht weiter. Was haben wir denn jetzt? 23.58 Uhr, wobei das geht noch. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute bin ich etwas chilliger unterwegs. Ich werde mir nachher noch einen weißen Hut aufsetzen. Denn nachdem wir gleich frühstücken waren, gehen wir live mit euch. Genau, ich habe mir ganz viel Pflege aufgetragen, vor allem Lichtschutzfaktor, auch im Gesicht, ne? Ein bisschen Mascara drauf, fertig ist die Laube. Mehr brauche ich nicht, weil ich denke, wir werden heute vielleicht ein bisschen, keine Ahnung, an den Pool gehen oder ein bisschen shoppen gehen oder so. Ja, und das ist jetzt Chilli Milli, ne? Kann ich gut mit sitzen, kann ich gut mit laufen.
liebe ich. Finde ich großartig. Nachdem wir gerade ein paar sehr stilvolle Fotos gemacht haben, werden wir jetzt hier live auf Instagram gehen. Ich habe auf jeden Fall meinen Sonnenschutz drauf und die Location ist auf jeden Fall traumhaft, ne? Oh mein Gott, zieht euch das rein. Ist der Wahnsinn, da hinten ist das Meer. Es ist total aufregend, Leute. Es ist so, so schön. Und hier haben wir stilvoll präsentiert einmal die Neuheiten. Das sieht echt süß aus. Da wird sich noch ein bisschen nachgecremt. Ah, ich sag's dir, ne? Es ist unglaublich schön hier. Und jetzt brauchen wir erstmal was zu trinken. Und dann kann die Party hier steigen. Schön über Nacht einwirken. Das ist dann eine Typfrage auch. Definitiv, definitiv. Das ist auch, wenn ihr euch fragt, Mensch, was ist denn das Richtige für mich? Ihr habt hier ja die ganzen Profis schon sitzen. Wir haben unsere Influencer, die seit Jahren mit uns arbeiten, die haben ihre Pflege gefunden. Aber wenn ihr noch nicht wisst, was die richtige Pflege für euch ist, ihr könnt immer den Fragebogen. Meines heutigen Abends, casual. Ich fühle mich sehr, sehr wohl mit meinem bunten Look. Ich finde es einfach großartig. Ich habe mich so ein bisschen von meinen Ohrringen inspirieren lassen. Eigentlich bin ich mit Orange gestartet, dann ins Lila abgerutscht und dann ist das Ganze irgendwie so ein bisschen eskaliert. Finde ich jetzt aber nicht so schlimm. Ich gucke mal, ob ich euch das ein bisschen im Tageslicht zeigen kann. Werdet ihr aber gleich wahrscheinlich auch noch mal sehen. Aber hier ist halt eine Straße. Es ist bunt, es schimmert. Es ist halt ich, ne? Genau. Und dann habe ich jetzt hier mein Abendoutfit. Da haben wir nämlich hier einfach mal diesen schwarzen Jumpsuit, den ich super bequem finde, zusammen mit weißen Sneakern und diesem extrem schönen, rückenfreien irgendwas. Ja, ne? Ganz entspannt und chillig und ich fühle mich sehr wohl. Dazu werde ich gleich noch eine Jeansjacke mitnehmen, weil ich weiß nicht, wie kühl das heute werden könnte. Aber ich fühle mich unfassbar beautiful. Und über in der Wildnis, so wie man sie so kennt. Und seht, da ist ein weiterer. Und ich glaube, ich habe einen Rudel gefunden. Das ist unglaublich. Ja, hier haben wir auf jeden Fall den Hafen und das Meer.
So, das war ein wundervoller Abend, Leute. Wir haben es noch ein bisschen ausklingen lassen unten an der Hotelbar und es war sehr, sehr gemütlich. Aber jetzt bin ich auch wirklich, wirklich müde und ja, werde mich jetzt abschminken, duschen, Bett fertig machen. Und dann werde ich hoffentlich ganz entspannt schlafen. Und ich habe ein Geschenk gefunden für Julius. Für Schatzi noch nicht. Aber da haben wir morgen vielleicht noch ein bisschen die Möglichkeit. Und das kriegt Julius auf jeden Fall. Das ist so ein kleiner Strampler. Und es ist jetzt ja auch Sommer. Und dann passt das ganz gut. Ein Little Sailor. Und da steht Kreta unten drauf. Also Creed. Und mir passt es nicht. Aber es wird ihm passen. Und darüber freue ich mich sehr, dass ich ihm da halt vielleicht so was Kleines mitbringen kann. Vielleicht finde ich ja noch was. Ich weiß es nicht. Wir haben hier auch am Hotel selber noch einen kleinen Shop. Da haben auch schon manche was gefunden, was richtig, richtig cool ist. Aber da muss ich nochmal gucken. Genau. Ich werde mich jetzt, wie gesagt, ein bisschen abschminken. Das wird tatsächlich heute etwas heftiger werden. Ich bin richtig müde. Ich kann es nicht anders sagen. Ich muss aber gleich hier die Tür aufmachen, obwohl es super windig ist. Und einfach mal hier ein bisschen durchlüften, weil hier ist wirklich eine Luft wie im Puma-Käfig. So, wir haben hier mein Outfit of the Day. Da musste ich ein bisschen quasi mein Notfall-Outfit nehmen, weil heute soll es tatsächlich nicht so warm werden wie gedacht. Aber trotzdem noch warm, ne? Und genau, das ist einfach ein etwas längeres Kleid, ein Wickelkleid, was ich wunderschön finde. Ich weiß gerade wirklich nicht, woher ich teilweise die Kleidungsstücke habe. Wenn ich das noch herausfinde, ist es natürlich auch noch irgendwie eingeblendet oder in der Infobox verlinkt oder so, ne? Und genau, den Schmuck habe ich aber auf jeden Fall aus dem Pure Lay Adventskalender. Das war einmal diese Muschel-Kombi, finde ich jetzt ganz süß dazu. Ich muss mir jetzt gleich noch meine Ringe umtun. Ich habe gerade gemerkt, irgendwas fehlt. Und ja, geschlafen habe ich nicht so viel. Ich weiß auch nicht warum. Ich würde jetzt einfach mal vermuten, dass wir etwas weiter weg von der Tourist-Zone sind. Denn das Ganze sieht hier sehr häuslich, gemütlich aus. Und ja, wir sind hier sehr freundlich und herzlich empfangen worden. Das war schon schön. Die erste Hälfte unseres Trupps ist auch schon da. Und hier werden wir gleich ein bisschen aktiv werden. Richtig cool. Ich denke, wir werden irgendwas reiben. Guckt euch mal diesen Blick an. Wir sehen das Meer. Oh, ist das schön. Und hier eine richtige Outdoor-Küche. Also mein Freund würde es hart feiern, glaube ich. Das Feuer ist schon mal an und alle, irgendwie... Alle mit 100% Polyester gehen auf diese Seite. Auf Kreta, wir kochen noch mit Holz. Ja? Es gibt Leute hier in Deutschland, die mit dem Gurke oder mit den Tomaten die verschiedenen Gerichte machen. Und sie kennen nicht, wie das sieht aus. Ja. Hat was Meditatives, so ein Feuer. Das ist unter Kontrolle, es gibt kein Problem. Outfit Changing ist offiziell verzogen. Verzogen. Vollzogen. Wir haben jetzt alle schöne Schürzen an. Und dann können wir uns jetzt mal so ein bisschen in die Küche begeben. Jetzt mein Outfit für Inspired by the Sea. Finde ich wirklich richtig cool. Ich hoffe, dass es nicht zu cool ist. Das heißt, dass es mir nicht zu kalt sein wird. Die Kette habt ihr ja schon gesehen. Ne? Ich finde, die macht sich einfach in der Kombi mega, auch mit den Ohrringen. Ne? Zieht euch das mal rein. Auch der Look ist passend, dann auch der Haarreif dazu. Also das, was ich in meinem Kopf hatte, hat sich dann tatsächlich auch insgesamt ganz gut zusammengefügt. Aber wie gesagt, es ist relativ frisch jetzt draußen geworden. Deswegen hatte ich auch erst überlegt, mir noch eine zweite Strumpfhose drüber zu ziehen. Aber da müssen wir jetzt halt einfach mal durch. Ne? Und so ist aber eigentlich schon relativ okay. Und ich habe ja auch geschlossene Schuhe. Ne? Dazu dann, wie gesagt, noch eine Jeansjacke. Ich nehme ja aber auch noch einen Cardigan mit. Aber das ist schon passend, würde ich sagen. Ich fühle mich wohl. Auch mit so einem Zöpfchen. Ist das schon eine feine Kiste, ne? Also ich fühle das immer mehr. Ja, ihr seht es ja auch immer mehr bei mir, dass ich mal so einen seitlichen Zopf mir mache. Und ich trage den auch immer lieber. Ach so, nee, das sind die Haarsträhne. Ansonsten ist das gut verblendet, ne? Ja, ist immer so eine Sache. Wenn man das dann auf einmal irgendwie in einem anderen Licht sieht, dann denkt man sich, na,
Nein, ich lasse das jetzt so. Ich warte jetzt noch auf die Mädels. Da wollten Nicole, Millie und ich gleich ein Reel mal zusammen drehen. Das wird auch ganz funny, denke ich mal. Also in unserem Kopf ist es sehr witzig gewesen. Und ja, genau. Deswegen treffen wir uns ein bisschen eher jetzt schon. Weiß nicht, trägt man so eine Ohrsträhne vor dem Ohr oder würdet ihr die Ohrsträhne hinters Ohr machen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich denke, dass ich die Ohrsträhne zunächst vor dem Ohr tragen werde und sehr wahrscheinlich wird mir das irgendwann auf die Nerven gehen, dann werde ich hier hinters Ohr machen. Der Abend ist vorüber. Ich habe jetzt schon so ein bisschen den Schmuck rausgemacht, meine Frisur geöffnet und werde jetzt gleich einmal auch duschen gehen. Und ja, wir waren noch ein bisschen hier im Hotel, nachdem wir bei diesem wunderschönen Restaurant so lecker gegessen haben. Also so richtig am Meer, das war mega krass. Also ein boah, ultimativer Abschluss tatsächlich. Und ja, wie gesagt, ich war, habe ich das gesagt? Weiß ich nicht. Ich war dann nochmal mit Nicole im Hotelshop und da habe ich ein bisschen geshoppt. The Keepsake, denn ich habe für Julia schon was gefunden, aber für Schatzi und mich halt noch nichts. Für Schatzi habe ich hier einfach mal so einen wiederverwendbaren Kaffeebecher mitgenommen. Finde ich persönlich super. Der hat zwar auch so Thermoskannen und auch kleinere Thermoskannen. Die haben natürlich auch das Logo vom Hotel mit drauf, was ich ganz cool tatsächlich finde. Und dann habe ich für mich was gefunden. Das hatte eine der Kolleginnen angehabt, die liebe Jule. Ich meine, Jule, abgöttisch schön, die Frau, ne? Ja, und das kann man über ein Bikini drüber ziehen oder man kann es auch tatsächlich über ein sehr kurzes Kleid oder über Radler und Crop Top drüber ziehen im Sommer, ne? Und ja, das ist One Size, das habe ich jetzt so noch nicht getragen. Ist jetzt halt auch aus diesem Lädchen gewesen. Das ist nämlich nicht so ein klassischer Hotel-Shop-Shop gewesen, sondern es war mehr so ein, ich würde ihn mal als alternativen Laden bezeichnen. Ja, und genau, das ist halt so ein langes Kleid, was man so anziehen kann. Und das hat hier an der Seite auch so einen Fashion-Schlitz, was ich ganz cool fand. Dazu einfach dann auch die Birkenstocks oder so anziehen, ne? Ist auch ein super angenehmes Material. Also mag ich sehr, sehr, sehr gerne. Das fühlt sich nicht zu hart an. Das ist super weich, aber halt auch nicht irgendwie Billo-mäßig. Ich fand die Farbe, dieses Creme auch ganz gut. Das hätte es auch noch in Schwarz und in Weiß gegeben und auch in so einem gräulichen Ton. Aber ich glaube, das hier passt zu mir persönlich am besten. Ist One Size und ist von der Marke Sohle. Keine Ahnung, ne? Und ja, da habe ich mir einfach ein Long Dress in der Farbe Cream gekauft und finde es einfach sehr schön. Das wird mich jetzt immer an diesen wunderschönen Kreta-Trip erinnern. Und ja, danach war ich dann noch ein bisschen in der also in der Verabschiedung natürlich. Das hat sehr, sehr lange gedauert, weil man hat für jeden auch so liebevolle Worte. Und die wollte man jedem halt auch irgendwie mitgeben, weil es ist wirklich so, dass wir uns alle sehr gern haben. Und hier einfach kein Stänker oder sowas dabei ist und halt wirklich super unterschiedliche Menschen hier sind mit sehr, sehr unterschiedlichen Interessen, mit super unterschiedlichem Content, ne? Und trotzdem wirfst du sie alle in einen Topf und alle sind so, so cool miteinander. Das ist nicht selbstverständlich, ne? Und da haben wir natürlich halt auch die Dalton-Mitarbeiter für gelobt und denen das halt auch nochmal so gesagt. Also ich habe denen das auf jeden Fall so gesagt und ich weiß auch, dass die anderen das genauso sehen. Es ist einfach diese Harmonie, die hier ist, die das Ganze halt auch sehr, sehr besonders macht. Denn du kannst an noch so wunderschöne Orte reisen, wenn die Menschen, die mit dir reisen, nicht dazu passen und nicht zu dir passen, dann passt das Ganze halt auch einfach nicht, ne? Und das passt hier sehr, sehr gut und dann freut man sich einfach aufeinander, wenn man sich dann nochmal wieder sieht und ja, das ist einfach schön. Genau, kann man nicht anders sagen.
Genau. Und natürlich auch für die ganzen Kolleginnen habe ich hier auch schöne Worte gefunden und die für mich. Und das geht einem schon nah. Und dann hatte ich, also war dort halt auch in der Lobby dann so eine Live-Musik, was halt auch irgendwie so super herzerwärmend war. Das war so schön. Und das habe ich euch auf Instagram auch geteilt, also in, auch mit Ton. Das konnte ich jetzt hier nicht machen. Deswegen ist hier auch nur die Einblendung. Ne? Aber das war auch irgendwie der ganze Mut, der dann da entstanden ist. Der war so besonders halt auch, ne? Naja, und dann nachher hatte ich mich noch ein bisschen kurz mit Melli und Nicole zusammengesetzt, weil wir halt wegen morgen geplant haben, wegen dem Flug, wann wir aufstehen. Und genau, dann haben wir halt nochmal geschaut, weil wir können uns nicht vorher einchecken. Das heißt, wir müssen es dort vor Ort machen. Und ja, da haben wir uns dann noch ein bisschen ausgetauscht und probiert und gemacht und getan. Und es hat alles leider nicht so funktioniert, sodass wir wirklich dann morgen dahin fahren. Ich hoffe, dass es zeitlich alles so hinhauen wird, aber naja, der Flughafen hier in Kreta ist ja nicht so riesig, ne? Und genau, dann werden wir da an den Schalter gehen und hoffentlich dann auch unsere Sitzplätze zusammenbekommen, denn ich reise mit zwei Damen mit Flugangst. Das heißt, es wäre nicht gut, wenn wir nicht zusammensitzen würden. Und ja, das kriegen wir aber schon hin. Da haben uns die anderen Kolleginnen halt auch Mut gemacht. Ja, und dann geht's morgen wieder zurück. Genau. Das heißt aber jetzt, es ist wie spät, Claudi? Wir gucken schnell. 0.37 Uhr. Ich habe nicht mehr so lange zu schlafen, denn um 7 Uhr stehe ich auf. Das heißt jetzt unter die Dusche hüpfen, ins Bettchen hüpfen, die letzte Nacht in diesem so abgöttisch guten Bett verbringen. Das ist so bequem. Also ich habe eben heute auch schon so eine kleine Diskussion mit meinem Freund geführt. Was bringe ich mit? Dieses Bett oder den Ofen, wo der junge Mann dran gekocht hat, gegrillt hat, wo das halbe Lamm dran war. Also, ne, letztendlich sitze ich ja am längeren Hebel, aber ich glaube, beides davon passt nicht so ganz in mein Handgepäck. Das letzte Frühstück mit ein paar der Mädels, die mit mir auf Uppsala fliegen. Das Wetter hat sich hier ein bisschen gedreht. Sehr schade. Also, sobald wir fahren, ist es nicht mehr so schön. Naja, das ist für die schade, die wirklich noch ein bisschen länger bleiben. Und ja, ich sehe sehr müde aus. Zieht hier gerade ein bisschen wie Hechtsuppe. Aber jetzt geht's zum Frühstück. Ja, ich bin einfach relativ chillimilli angezogen. Mit einer Leggings. Bisschen oben was Längeres, ne? Dann ja, werden wir jetzt uns ein bisschen stärken, damit die Heimreise auch gelingt. Wobei ich tatsächlich ja nur von Düsseldorf nach Hause fahre. So ihr Lieben, wir sind wohl zu Hause angekommen, eigentlich schon seit einer Weile, aber ich habe dann noch ein bisschen Zeit mit meinen Männern verbracht. Sammy hat sich irre gefreut, Julius konnte es auch erst gar nicht richtig fassen und mein Freund war auch sehr happy, mich wiederzusehen. Und ja, genau, ich habe schon ein bisschen ausgepackt, aber hier vor mir auf dem Tisch ist das Chaos ausgebrochen, läuft bei mir. Und ja, genau, ich habe mir jetzt auch einfach an dieser Stelle überlegt, ich habe ja von der Alten auch diese Tasche mitbekommen. Da sind jetzt noch ein paar andere Sachen drin, die ich jetzt gleich nach oben bringe. Ne? Aber ich möchte gerne in diesem Video diese Tasche befüllt verlosen. Also da packe ich euch auch einen schönen Inhalt rein. Sehr, sehr viele Dalton-Produkte natürlich. Das versteht sich von selbst, weil es war auch einiges auf dem Zimmer, was ich für euch dann auch mitgenommen habe. Schöne Masken und Pflege und so. Und ich denke auch, das ein oder andere wird dann noch mit reinwandern in das Paket, was ich euch dann schön mache. Und genau, das verlose ich. Alles, was du dafür tun musst, um in der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Und genau, du kannst einfach, ne, wenn du möchtest, dran teilnehmen. Ich bin jetzt total platt. Also es ist so, wir haben auch eben so ein bisschen so Sprachnachrichten ausgetauscht. Melli und Amelie und Nicole und ich. Und wir sind alle wirklich so vollkommen platt. Es ist so, im Prinzip haben wir die letzten Tage wirklich Vollgas gegeben. Vollgas von Emotionen, von Gesprächen, von so guten Gesprächen, von Kreativität und von Wissenaustausch. Ne? Das war so heftig. Das war einfach hardcore, sodass man sich jetzt irgendwie so wie leer fühlt. Das ist so krass. Und deswegen, ich bin einfach froh, wenn ich gleich schön unter meine
eigene Dusche schlüpfen kann, um mich richtig einmal sauber zu machen. Denn dieses Chlorwasser, was dann ja quasi auch im Hotel dann in der Dusche ist, das bekommt meine Haut nicht ganz so gut. Also ich habe das, dass ich das merke, dass meine Haut da nicht so happy drüber ist. Genau. Ich schreibe auch gerade noch weiter mit Ladies. Genau. Und ja, genau. Und dann freue ich mich auf die Dusche, genau. Und dann freue ich mich aufs Bett. Ich habe tatsächlich auch noch ein bisschen was im Duty Free geshoppt, zusammen mit den lieben Mädels. Melli und Nicole waren mit dabei, genau. Und das war echt auch cool, ne? Also das zeige ich euch demnächst einfach mal in einem Haul, glaube ich, mit. Sehr schöne Düfte. Mhm. Und ja, ansonsten sind Melli und ich nach Hause gedüst, haben noch kurz beim Restaurant zum Goldenen M angehalten. Ah, es war echt schön, genau. Und da haben wir auch noch sowohl gequatscht als auch geschwiegen und es tat auch einfach gut. Und jetzt bin ich einfach super, super dankbar, dass dieser Trip einfach so unvergleichbar schön war und es einfach ein Trip war, der eben durch die Leute, die damit waren, so besonders wurde. Denn das sind einfach wertvolle Menschen, unfassbar kluge, liebevolle, herzliche Leute und ja, die als meine Kollegen zu bezeichnen, Entschuldigung, ist tatsächlich ein Geschenk. Das tat einfach gut. Also auch die Verabschiedung war so herzlich, sowohl gestern als auch heute. Also man hat sich so, so liebe Dinge halt gesagt, die auch ernst gemeint waren, die von Herzen kommen und das ist unglaublich. Das ist auch wirklich, glaube ich, echt einmalig. Also andere, die auch auf anderen Events so mal mit waren und so, haben das auch gesagt, dass das ist wirklich nur bei Dalton-Events so, ne? Das ist heftig, Leute, ich sag's euch. Deswegen, ich bin so, so happy, Teil der Dalton-Family zu sein und euch da halt auch einfach immer wieder mit Wissen, mit neuen Produkten, mit mich Versuchskaninchen Testgedönsen versorgen zu können mit Codes Ocean-Claudi 25%. Das ist halt einfach der Wahnsinn überhaupt, ne, dass es alles so möglich ist, weil es sind wirklich gute, gute Produkte. Ihr habt es in meinem Video ja auch gesehen, nicht alles passt bei mir, aber das ist auch vollkommen normal. Und die Mädels von Dalton haben es auch super gefeiert, dass ich halt das Video genau so gemacht habe, weil es halt so ist, ne, halt, dass man nicht jedes Produkt verträgt oder nicht jedes Produkt einem so gefällt wie ein anderes Produkt und dass jede Linie ja auch eigentlich für entsprechende Hauttypen konzipiert ist und so weiter. Ne? Also die haben das wirklich gefeiert, das ist auch einmalig. Das macht auch nicht jede Firma, jede Kooperationsfirma, die dann sagt, Mensch Claudia, es ist so gut, dass du das gemacht hast und die waren überwältigt. Ne? Genau und deswegen, Dankbarkeit ist halt echt so ein Riesenthema in diesem Video gewesen und diese Dankbarkeit möchte ich euch auch gerne immer wieder zurückgeben, einfach dadurch, dass ich euch auf Instagram mitgenommen habe, euch versucht habe, die ganzen Eindrücke, die ich so gesammelt habe, zu teilen und euch da einfach mitzunehmen und dass ich euch diese hammermäßige Verlosung mit anbieten kann, wo ich halt einfach so hochwertige und geile Produkte an euch weitergeben kann. Ne? Ich versuche das Paket auch so zu packen, dass es natürlich für jeden Hauttyp geeignet ist, ist klar. Ne? Und ja, ihr Lieben, ich glaube, ich sollte diesen Vlog mal beenden, auch wenn es irgendwie schade ist, um ehrlich zu sein. Weil wenn ich diesen Vlog beende, heißt es für mich ja auch theoretisch, dass dieser Trip auch komplett zu Ende ist jetzt mal wieder. Das ist schade, es war so schön. Es war wirklich schön. Aber ich sollte jetzt duschen gehen und das war ein Reim zum Ende. Und dann würde ich auch einfach sagen, das war's. Wenn es dir hier gefallen hat, dir ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz toll gedrückt von mir. Mhm. Nach müde kommt doof. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.